Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Via Garten jetzt. Auf unserem Balkon hat sich mal wieder eine Menge getan. Wir haben weitergebaut und das seht ihr jetzt in unserem neuen Balkon-Update. Viel Spaß damit! Und los geht das Balkon-Update. Ich habe angefangen, Pi mal Daumen einfach die Höhe des Regals zu bestimmen, was ich anbaue, weil unser Balkon nicht sehr gerade gebaut ist, eher schräg. Ja. Ja, moderne Kunst, aber man muss ein bisschen improvisieren, das macht auch viel mehr Spaß. Und im Großen und Ganzen sieht das auch eher gerade aus, als wenn ich jetzt alles auf den rechten Winkel bringe und alles auf eine gewisse Länge. Das würde komisch aussehen auf dem Balkon, der halt nicht gut geschnitten ist. Sven hat das diesmal auch alles ganz alleine gemacht. Ich bin noch einmal rausgegangen, um zu gucken, ob alles okay ist und ja, es war alles okay. Ja, wir wurden noch gefragt, warum unser Thermometer in der Sonne hängt. Warum tut man sowas? Man soll doch die Temperatur im Schatten messen. Ja, das Doofe ist nur, unsere Pflanzen stehen ja in der Sonne und wir wollen nicht 21 Grad im Schatten, während in der Sonne 40 Grad sind. Das tut den Pflanzen nicht so gut. Genau, dann wäre im Schatten noch alles Chico, aber unsere Pflanzen sind nicht im Schatten. Die stehen in der Sonne und das ist auch gut so. So, ihr seht, ich habe das Regal angebaut, indem ich alles schön fest verschraubt habe. Lieber eine Schraube mehr als eine zu wenig, denn da kommt jetzt ordentlich Fläche wieder mit dazu. Das ist mehr, als man denkt. Nachmittags hat das Ganze auch volle pralle Sonne und das muss ordentlich Gewicht aushalten. Ich kann mich ranhängen und es reißt nicht ab. Ja, da ist das Ganze fertig. Er hat oben auch schon mal gesessen. Ihr seht, eine Wohnung für die Flohfliegen haben wir auch schon gebaut. Die sind ganz, ganz wichtig. Das erklären wir euch aber auch nochmal in einem anderen Video. Dort oben stehen jetzt auch Pflanzen. Wir haben dieses Video am Mittag gedreht. Da ist also noch keine Sonne. So, hier ist auch noch keine Sonne. Die kommt in der nächsten Stunde. Gegen 13 Uhr haben die meisten Pflanzen alle Sonne. Ja, also wenn ihr noch mehr Videos von euch, von uns sehen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Hinterlasst uns ein Gefällt mir und das war's mal wieder mit einer Folge von Wir Garten jetzt. Bis bald. Bis bald.